Moin Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout 3. Ja, beim letzten Mal sind wir hier irgendwo mitten in der Pampa stehen geblieben, haben diese Kirche hier entdeckt und die werden wir jetzt natürlich mal gleich erforschen. Da scheinen einige Supermutanten zu sein und den Spaß ist uns natürlich nicht entgehen. Und Sharon schießt schon, wir verstecken uns natürlich im Grabstein hier. Da ist schon einer. Wie man sieht, wir machen relativ viel Schaden. Bis gar keinen Schaden. Gut, wir nehmen jetzt einfach mal die Minigun. Wenn der mit einer Minigun vorhin gekämpft hat, dürfen wir das auch. So. Und da ist schon wieder ein Gefangener. Nein. Doch. Gibt wohl keinen Karma-Abzug, aber es bringt Erfahrungspunkte. So. Was gibt's denn hier denn so alles? Stimpak, right away. Zeitschrift für innere Medizin und ich höre ein Radio. Wo ist denn das? Also jetzt lassen wir einfach laufen. Miniaturmummer, ey, wie geil. Munition. Noch ein Buch. Transkript der Familie Keller. Das ist gleich auch nochmal irgendwie so eine Quest. Ich bin mir nicht ganz sicher. Oder es ist keine direkte Quest. Es ist nur irgendwie so eine Aneinanderreihung von... Es gibt halt irgendwie solche Transkripte der Familie Keller. Und wenn man irgendwie alle findet, kriegt man eine Belohnung. Also wir werden natürlich die Augen offen halten. Gut. Wir werden jetzt einfach mal sofort die Fähigkeitsbücher lesen, weil das eine macht irgendwie unsere Medizin hoch und unsere Wissenschaft. Und Wissenschaft wollen wir sowieso hochkriegen. Gut, Medizin haben wir hochgeballert. Gut, gehen wir einfach mal weiter nach Norden. Aber vorher inspizieren wir nochmal den Blutbeutel. Für Stimme der Schädel. Ist ja nicht so schlimm. Wir schauen uns mal die Ruinen hier vorne an. Obwohl, nee, wir gehen jetzt direkt nach Big Town. Aber vorher kümmern wir uns um diese Feinde. Mehrere, die hier sind. Hunde? Mehrere Hunde. Ich kann mich aber nicht entscheiden, die alle nacheinander umzubringen. Okay, es ist jetzt gar nicht gut gedockt. Dogmeat ist gerettet. So, jetzt reisen wir mal per Schnellreise nach Big Town. Denn dort haben wir ja irgendwie so eine Mission. Und die werden wir natürlich mal gleich ausprobieren. Oder uns mal erkundigen. So, Waffe wegstecken. Genau, wir reden mit dir um. Sharon rennt weg. Gut gemacht, Sharon. Sie sind da draußen. Ja, sind sie also ständig bedroht? Ich will eine neue Eröffnungsrede. Eine, in der ich als König gekürt werde. Gewürdigt. Ich brauche nur einen Ort, wo ich meine Fundstücke eintauschen kann. Sind also ständig bedroht. Letztens gab es einen Angriff der Supermutanten. Und wo es einen gibt, da warten gleich 10 weitere darauf, uns an die Gurgel zu gehen. Danach werden die Sklavenhändler kommen, unsere Leichen ausplündern und die Überlebenden nach Paradise Falls verschleppen. Wo kommen die Supermutanten her? Schleichen sie Richtung Germantown, in die Nähe des Polizeikommissariats. Sie kommen immer aus dieser Richtung. In Paradise Falls, wo ist das? Es liegt in der Nähe. Die Sklavenhändler sind schnell und kommen aus allen Richtungen. Vielleicht weiß jemand anderes, wo sie ihr Lager haben. Ich brauche nur einen Ort, wo ich meine Fundstücke eintauschen kann. Hier gibt es nichts, was nicht schon zerstört oder geklaut worden wäre. Für sie wäre es besser, die Toten draußen im Ödland auszuplündern. Wonach halten Sie Ausschau? Gut. Nee. Wir wollen natürlich, da vorne schleicht eine rum. Reden wir mal gleich mit dir. Ah, hallo, ich bin Bittercup.
Bittercup, das ist der dümmste Name, den ich je gehört habe. Schön, Sie kennenzulernen, Bittercup. Schön, Sie kennenzulernen. Endlich jemand, der kein Urteil über mich fällt. Wissen Sie, die Leute hier sind sehr schnell davon überzeugt, alles über jemanden zu wissen. Ich meine, nur weil ich anders aussehe, bin ich doch noch kein Freak, oder? Mann, diese Welt ist echt Mist. Niemand versteht das. Man hört immer nur bla 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 bla. Was ist denn mit diesem Mädchen los? Die ist irgendwie ein bisschen abgedreht. Etwas verquer, als ich in diesen Zeiten... sich in diesen Zeiten über sowas den Kopf zu zerbrechen. Genau, mich versteht auch niemand. Ja, ich habe Wichtigeres zu tun, als mich über Mode zu unterhalten. Ja, uns versteht auch niemand, weil keiner will irgendwie das für sie umbringen. Gott, es ist wirklich toll, dass mich endlich jemand versteht. Ich meine, klar, als ich Little Lamplight verließ, war ich froh, endlich weg zu sein. Ich war mit Pappy befreundet. Ich bin hierher gekommen und er sagte ständig, Bigtown ist sicher. Aber das war Quatsch. Es gibt ständig Angriffe. Aber mit Lügnern gehe ich nicht aus, also habe ich ihn verlassen und habe Flash getroffen. Hat nicht lange gehalten. Dann hatte ich was mit Time Bomb. Okay, sie ist sozusagen die Dorfhure. Ich muss Ihnen etwas sagen, Bittercup. Das ist schon jemand, den Sie nicht abgeschleppt haben. Ja. Urteilen Sie nicht über mich. Ich kann nichts dafür, dass diese Stadt nur aus Lügnern und Idioten besteht. Sie können sich nicht von mir trennen. Wir werden sowieso bald sterben. Aber warum glauben Sie, dass ich mich von Ihnen trennen würde? Wenn ich sterbe, möchte ich mich im Jenseits sicher nicht über die Trennung von meinem Freund sorgen. Man muss Prioritäten setzen. Okay, die ist ein bisschen komisch. Dieser Ort ist wie eine Geisterstadt. Was wissen Sie über diese Supermutanten? Schon mal überlegt, wie es wäre, sich die Pulsadern aufzuschneiden? Ich habe schon Leute sterben sehen. Bin wie alle meine Freunde Experte im Sterben. Und jetzt haben die Mutanten sie verschleppt. Emo? Wir brauchen jemanden mit einer Idee, wie man sie retten könnte. Sie sollten mal eine Therapie machen. Wissen Sie, wo Ihre Freunde sind? Er dann Schwarzmalerin. Wo haben die Supermutanten die Bewohner hingebracht? Ihre Freunde sind tot. Vielleicht treffen Sie sie ja im Jenseits, Sie Freak. Ich denke darüber nach, aber ich kann Ihre Freunde jetzt nicht retten. Ja, Sie sollten eine Therapie machen. Die Mutanten haben Sie in den Norden verschleppt. Zu irgendeinem alten Polizeikommissariat oder so. Lassen Sie uns über was an... Okay, gut, ich kann Ihre Freunde retten, aber es kostet was. Retten Sie, wen Sie wollen, verdammt. Das sind nicht meine Freunde. Ich brauche keine. Aber sicher bekommen Sie Kronkorken, wenn Sie sie retten. Gut, wir wollen Ihnen was sagen. Was wollen wir denn sagen? Ach ja, und was? Nicht, dass ich etwas darum geben würde, was Sie denken. Warum scheint es Sie nicht zu kümmern, was um Sie herum passiert? Wenn ich das sagen darf, Sie sehen wirklich anders als alle anderen. Cooles Make-up, die Leichenmesse spiegelt das Licht so schön wieder. Ach, egal. Da ist aber noch was, was ich wissen muss. Cooles Make-up. Deswegen gehe ich tagsüber nie raus. Der Mond leuchtet viel schöner als die Sonne. Ich bin auch ein Nachtmensch. Die Dunkelheit verbirgt meine Aktivitäten. Der Mond ist toll. Die ruhigen Wüstennächte sind gut. Um zu entspannen. Das war reiner Sarkasmus. Das weiß Necker, das ist wie eine Zielscheibe ins Gesicht. Wir sind auch ein Nachtmensch. Sind Sie, schon liiert? Moment, was? Was haben Sie mich gerade angemacht? Ich werde dir nicht verraten, was an dieser Frage falsch ist. Wieso? Nein, ich habe keine Beziehung. Und Sie? Aber ich stelle uns einfach mal dumm. Ich muss jetzt los. Aber ich würde mich über einen neuerlichen Besuch freuen. Gut, jetzt haben wir die auch schon mal angemacht. Germantown, das Deutschlandstadt. Irgendwie muss ich jetzt daran irgendwie denken. Ja, Deutschstadt. Germantown. Könnte man den jetzt irgendwie so übersetzen. Gut, dass ich mal gleich bei so einem Supermutanten-Biest starte. Ah, den haben wir noch gar nicht ausgenommen, oder? Habe ich so gewusst. Und der eine hatte doch irgendwie noch... Ach, keine Ahnung, da wollen wir jetzt nicht nachschauen. Dauert zu lange. Feinde? Ja, Feinde. Wo? Was ist denn hier? Ah. Gut, tot. Auf nach Germantown, nach Deutschlandstadt. Nee, Deutschland. Deutschstadt, nicht Deutschland, was soll dieses hier Germanytown? Nee, das ist ja Germantown. Ach ja. Schönes Wetter. Regnet es überhaupt mal in Fallout 3? Also ich kann mich bis jetzt noch an keinen Regen erinnern. Sind wahrscheinlich wieder ein paar Hunde. Ne, Roboter. Und Blähfliegen. Gegenstände, dann nehmen wir mal unsere... Die Kampfflinte. Unser Lasergewehr.
Ah, Headshot, 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 Headshot. Gut. Gut, was ballert uns wieder noch ab? Noch so eine scheiß Blätige. Pulverisiert. Skill. Gut, ich glaube, das da oben dürfte jetzt auch dann schon so gut wie Germantown sein. Waffe weg. Neue Waffe raus. Packen wir mal lieber auf Anzug oder besser gesagt mal bereit. Weil die haben gesagt, dass sie Supermutanten sind. Und wenn die Supermutanten sind, dann dürfen wir uns wahrscheinlich auf eine ziemlichen Massakriererei freuen. Also hier sind rote Striche. Ich bin jetzt einfach mal so frech. Und eine Splittergranate. Ich schmeiß mal Splittergranaten in die Richtung da. So, das dürfte reichen. Wir wollen ja nur aufmerksam machen, dass wir hier sind, um sie zu töten. Ja, für dich ist das Spiel jetzt aus, du Bief. Ich wollte gerade sagen, haben wir jetzt echt zu wenig Leben? Gut, Munition, Red Kakerlakenfleisch brauchen wir nicht. Wir nehmen jetzt einfach wieder unser Plastikgewehr, wollte ich schon sagen. Unser Jagdgewehr. Okay, da sollten wir auch mit dem Sturmgewehr daherkommen. Weil Jagd sind da nicht gerade im ganz großen Vorteil gegenüber einen Schnellschuss. So, ein Arm abgeballert. Nochmal Munition. Weil ich würde das jetzt irgendwie so behaupten, das Sturmgewehr ist eigentlich gut gegen Jagdflinte. Jagdflinte ist gut gegen Kampfflinte und Kampfflinte ist gut gegen ein Sturmgewehr. So würde ich es jetzt einfach mal interpretieren. Terminal, was gibt's denn da? Protokolleinträge. Na, das sehe ich jetzt nicht. Aber ja, auch bald die Zeit zu Ende ist. Schauen wir uns hier noch irgendwie vorher so ein bisschen um. So, mir scheint kein Supermutant mehr zu sein, deshalb brauchen wir nicht mal schleichen. Es ist ein Stimpack, Maddox, leere Truhe. Und da ist auch leer. Wir brauchen die Supermutanten-Betten. Das sind jetzt immer noch irgendwie so Betten von den Militärs hier gewesen sind. Boah, 146 Kronkorken, ey, geil. Nee, ist auch nichts, oder? Nee, das ist nur ein Stein. Auch nichts, nur ein paar Matratzen. Hier sind wahrscheinlich auch nur... Ja, hier sind nicht mal Matratzen. Und jetzt machen wir mal hier die Türchen auf. Okay, jetzt ist dann auch gleich an dieser Stelle der Part zu Ende. Das war wieder Let's Play Fallout 3. Bis zum nächsten Mal.